Am Samstag wird es bunt und laut in Oldenburg. Um 12 Uhr startet dann die jährliche Demonstration zum Christopher Street Day. Im Rahmen des CSD war auch der erste Oldenburger Diversity-Tag veranstaltet worden. Erfolgsfaktor Vielfalt war dieser überschrieben und sollte Unternehmen und Firmen dazu bewegen, offener und toleranter zu sein. Bereits seit 3 Jahren ruft der Verein Charta der Vielfalt bundesweit den Diversity-Tag aus. Nun fand er zum ersten Mal in Oldenburg statt. Veranstalter war, neben der Stadt Oldenburg, der Völklinger Kreis, der Bundesverband Schwuler Führungskräfte. Die Veranstaltung trägt den Titel Diverse City – Erfolgsfaktor Vielfalt und ist Teil des Rahmenprogramms des Christopher Street Days. Neben verschiedenen Vorträgen zu den Themen Diversity Management oder Disability als Erfolgsfaktor lag der Höhepunkt der Veranstaltung bei der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt durch 9 Unternehmen und Organisationen. Hans Jablonski, Vertreter und Mitbegründer der Charta der Vielfalt, erklärt, was es damit auf sich hat. Die Charta der Vielfalt ist ein Commitment, also ein Bekenntnis zum Thema Vielfalt. Unternehmen unterzeichnen und sagen, wir stehen dafür, dass wir Vielfalt als Erfolgsfaktor kennengelernt haben. Beim ersten Diversity-Tag unterschrieben unter anderem die Oldenburgische Landesbank, die gemeinnützigen Werkstätten und das Staatstheater die Charta. Bereits im letzten Frühjahr haben Stadt und Universität unterzeichnet. Hans Jablonski erklärt, welche Kriterien die Unternehmen und Organisationen erfüllen müssen. Es gibt kein Muster, nach dem jedes Unternehmen gleichzeitig verfahren sollte. Es ist eher, dass Unternehmen aufgefordert werden, da Vielfalt zu entdecken, wo es eine Rolle spielt. Also beispielsweise haben wir das bei dem Fachkräftebedarf. Also wo kriegen wir Menschen her, die für das Unternehmen arbeiten möchten? Also wenn wir händeringend Talente suchen und die werden knapp. Also haben wir auch überall geguckt, haben wir Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gesehen, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mit unterschiedlichen Geschlecht. Also da nochmal genauer hinzugucken, als auch eben beispielsweise bei Produkten. Also an wen verkaufen wir unsere Produkte und wie verändern sich Absatzmärkte. Überall da kann Vielfalt ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen sein. Die Charta der Vielfalt soll also dazu beitragen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschätzt werden, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung. Doch wie bindend ist die Charta? Die Charta ist eine freiwillige Erklärung. Das heißt, jedes Unternehmen oder jede Organisation, die unterzeichnet, macht das aus eigener Verantwortlichkeit heraus. Es gibt einen Hinweis oder eine Bitte im Rahmen der Charta der Vielfalt, auf dieses Engagement hinzuweisen, was ein Unternehmen macht. Es ist aber nicht rechtlich verbindend, weil das Unternehmen aus eigenem Antrieb das auch als Erfolgsfaktor erkannt haben sollte. Mittlerweile haben über 2200 Organisationen die Charta unterzeichnet. Interessierte Unternehmen finden Hinweise zum Prozedere auf der Website der Charta der Vielfalt.